Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, jetzt gehen wir auf Ende. Gucken wir, haben wir es dieses Mal geschafft. Ja, wir haben ein paar Kollisionen. Wir haben ja Embertor. Stufe 3. Wir haben es geschafft. Geldmäßig haben wir auch. Ja, haben wir jetzt so gut. Da überspringe ich erstmal das nächste. Wir kaufen uns erstmal einen neuen Bus. Auch wenn wir mit 18 Dinge holen können. Aber ich würde sagen... Ja, die Scheiße ist, man weiß nie, wie viele Leute einsteigen. Wir nehmen wieder den Citro K. Obwohl. Nö, guck mal hier. Der ist am billigsten mit. Was? Der braucht 3000 die Woche Wartung. So, den kaufen wir. Bus bearbeiten. Natürlich so wie jeder. Kriegt er die Werbung drauf. Dann gehen wir auf Angestellte. Was kriegen wir? Wir haben wunderschönen Lehrling. Den stellen wir ein. Und dann gehen wir auf Streckenplanung. Gehen zuerst bitte auf das hier und können das bitte bearbeiten. Danke. Die Stadt erwägt endlich, den zentralen Omnibusbahnhof wieder zu eröffnen. Und das alles nur dank der harten Arbeit, die du mit deinem Team geleistet hast. Glückwunsch. Wenn der Startschuss fällt, wird dir in den nächsten Wochen bestimmt nicht langweilig werden. Denn wir müssen das Netzwerk neu planen und anpassen. Momentan verhandeln wir mit der Denkmalschutzbehörde, ob die Umgehungsstraße von Old Town für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Und so wie es aussieht, stimmen sie bald zu. Sehr geil. So, schalten Omi frei. Wo ist er? Da ist er. Was steht da? Zentrale Omnibus. Du musst mindestens 12 Busse. Also E-Bus kriegen wir glaube ich auch noch hin, oder? Garage, meine Bus kaufen. 120, ja, kaufen wir den auch noch. Dann mal die 12 Busse. Haben wir es auch geschafft. Vernetzt und das dreckige Dutzend. Ja, gut, okay, haben wir es auch geklärt. Geselle zum Einstellen. Und der Omnibus ist... Bahnhof ist freigeschaltet. Was ist das Klingen jetzt diesmal? What the fuck? Das ist natürlich eine große Strecke. Ja. Warte mal, altes Sägewerk, der braucht noch jemanden. Fahrer zuweisen... Citro K. Und wo ist er? Bertolt Koller. So, dann haben wir irgendwo unseren den großen. Das ist der, der. Ich glaube, das ist. Ist es der? Nee, Citro G. Gelenkbus. Der ist auf Strecke 14 unterwegs. Den wollen wir uns mal runterwerfen. Der bekommt den S-Liner hier. Dann nehmen wir uns Citro G für eine neue Strecke. Von den hier aus. Dann Westfield 2 und Steineck mindestens 2, okay. Ja. Was würde passieren, fahren wir mal so... Ach du heilige Macaroni. Nee, das ist zu weit. Das ist viel zu weit. Ach so, ja, aber die, ja gut. Oder wir nehmen den raus. Nehmen
den und den. Maximal 7 halt. Ah, nee, gut. Nehmen wir die beiden raus, so gut ist. So, das hier noch rein und dann speichern wir das Ganze und fahren die Strecke. Gut, das wird jetzt eine Weile dauern. Fahrkartenautomaten schalten wir auf diese Strecke aus und wir nehmen uns einen Gelenkbus. Den Citroën G Mercedes. Oder Citaro. So, lange nicht mehr gefahren. Bitte in Haltebucht 4 halten. Okay. Sechs, fünf, vier. Nächster Halt, zentraler Busbahnhof. Aua. Ach, weil ich das Schild mitgenommen habe? Ich erst mal eine Sache schnell mal gucken. Das ist ein schwarzer Band hier unten, oder? Ja. Nice. Geschafft. So, dann wollen wir mal gucken. Schön ab den zentralen Bahnhof los. Die hat mir schon eigentlich das Wort im Munde verdreht. Wir müssen irgendwann mal in nächster Zeit alles umändern. Vor allem jetzt, wo wir den zentralen Bahnhof haben. Kannst du irgendwann mal so voll werden? Ach du Scheiße. So schön groß und voll werden. Und das finde ich, das wird richtig nice. Das wird richtig, richtig nice aussehen. Habe ich so im Gefühl. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich habe ja keine Let's Plays gesehen. Genau das gleiche mit Spider-Man, das würde ich mir nicht antun, die Let's Plays, weil ich das mir selber kaufen will. Jetzt war noch nicht, jetzt bin ich, habe ich noch nicht gekauft. Also die Autos dürfen springen, aber ich nicht. Ich habe jetzt schon frei. Sonst hier machen diese Klappergeräusche, ey. So wirklich den realen Sinn, finde ich. Schön, dass die Busstelle blinkert auf immer. Ah, Blitz ausgetrickst. Ja gut, ein bisschen unrealistisch gerade, aber... Ich gehe nie mehr zu Fuß. Busfahren macht echt total Spaß. Ja, vor allem so welchen großen Gelenkbussen. Okay. Komische Statue. Nimm's mal hin. Oh, schön mal wieder in dem Schönen hier zu fahren. So. Westfield. Klar, dass er jetzt natürlich raussieht. Eigentlich ist die ländliche Gegend nichts für den Citroën-Bus. Okay, holen wir uns was zu essen. Dann wenn man mal so rausguckt. Hey. Zwei sind. Ja gut, man hätte früher parken können. Endlich haben wir eine Busanbindung. Kaum zu glauben. Ja, ich glaube es auch kommt, dass ich euch bedienen darf. Blitzer, Blitzer. Oh. Counter-Strike. Nee, habe ich nicht. Ich werde zwar auch nicht mit mir spielen, aber habe ich trotzdem nicht. Vor den Schluck auf, dann Kopfschmerzen. Meine Nase, jetzt mein Bauch. Jetzt muss ich scheißen.
Siege am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft. Warum? Ich habe jetzt an das Schlagloch gedacht, aber 1000 Strafen? Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Den Sinn kenne ich jetzt aber nicht. Ja, und jetzt seid ihr dran. Jetzt werdet ihr kontrolliert. Hey, hier ist er. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hey, du hast dich doch gerade hingesetzt. Achso, da wirklich. Klar. Hier ist die Fahrkarte. So. So, weiter geht's. Also es ist doch schwer, das scheiß Gelenk bis zu fahren. Wo ich auch die ganze Zeit Schaden bekomme, weiß ich aber auch nicht. Ob der Lenkbus sich hinten noch selbstständig macht, weiß ich auch nicht. Es sehe nichts, aber ich denke mal nicht. Oh, Steinegger Garange. Oder Orange, oder was es bedeuten hat. Kann aus. Und habe ich diesmal gut geparkt? So ein schöner Tag. Naja. Es war Bruyère. Zu spät geblinkt habe ich auch, gab keine Bonuspunkte. Kannst du vergessen, dass du mich überholst? Oh, drei Haltestellen noch mit der ja. Überholt habe ich trotzdem. Arschloch. Na gucken wir mal. Ey, es ist schon mal geil. Wir haben den Bahnhof freigeschalten. Oder den zentralen Busbahnhof. Oder Omni-Bahnhof. Das ist im Zop. Schon mal geil. Was? Oh. Wo ist denn hier gelandet? Schaden? Naja, gut. Wollen Sie die... Hier. Augenblick. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Willst du auch einsteigen? Nee. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Ja, irgendwo habe ich gehangen anscheinend. Ich weiß mal nicht wo. Ich habe anscheinend gehangen irgendwo. Liebe Gelenkbus, ich liebe Gelenkbus. Nice. Also ist die Fahrt schon mal scheiße abgelaufen. Naja, gut. Steineck West. Ja, ich wollte gerade sagen, du jetzt vorläufst.
Was? Habe ich einen Passagier zurückgelassen? Tut mir leid. Die drei Meter kannst du auch laufen. Ich bin frei. Wiedersehen. Da sind aber nicht mal in der Fahrstelle. Postleitzahl. Gut. Ja, 5er Kollision. Gelenkbus ist doch nicht so einfach, wie man denkt. 13 können hier dran. Ja, dann müssen wir, glaube ich, irgendwann mal was machen. Leute, da würde ich sagen... Achso, hier muss jetzt ein Fahrrad drauf. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Sagt euer Menzi. Ciao, ciao.